Gratulation, es ist dein dritter Sieg. Genau vor 10 Jahren hast du schon mal gewonnen. Was ist heute anders als vor 10 Jahren? Ja, der andere ist, dass ich erster Sieg als Schweizer und in GP Bern, auch die schnelle Zeit in GP Bern. Und das ist mehr speziell für mich heute. Kriegt man als Läufer überhaupt mit, wie die ganzen Zuschauer am Streckenrand einem anfeuern? Ja, sicher. Ich habe mehr Kraft gehabt, dass sie, wenn sie sagen, Hopp Schweiz, Hopp AD, und das gibt mehr Kraft. Ich darum von Anfang Gas gegeben und dann auf den Sieg gekommen. Wann haben Sie besonders viel Kraft gebraucht? Hat es einen Moment gegeben während dem Lauf, wo Sie besonders Kraft gebraucht haben? Normalerweise bin ich von Anfang losgegangen, aber mehrere auf der Steigung habe ich wirklich gedrückt und das dritte Mal hat geklappt. Jetzt, Sie haben es erwähnt, Sie haben den Schweizer Pass erhalten im letzten Jahr. Erkennen die Leute Sie nun auf der Straße? Ja, sicher. Also vor allem in Bern, das ist der dritte Sieg und mehrere auf dem Podest. Und nochmal für letztes jährige EM, ja, sehr langsam bin ich bekannt geworden. Sprechen Sie die Leute auch schon auf die Olympischen Spiele in Rio an? Sind da die Schweizer neugierig? Ja, denke schon. Also es ist jetzt von fängt an mit dem WM und nach Rio, also denke schon.